Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibärenbande. Wir sind heute beim 63. Tag unserer Tage-Challenge und dem 17.11. Und ja, ich muss sagen, ich bin heute ganz schön spät dran mit meiner Folge. Also es ist gerade 11:30. Aber es passt noch. Es ist immer noch eine halbe Stunde, haben wir noch Zeit. Also die Challenge ist bis jetzt noch nicht einen Tag verkackt. Und das ist schon 63 Tage durchgängig. Das ist schon echt geil. So, wir spielen gegen Zerg. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Wir wollen auf jeden Fall Fliegern ein bisschen harassen. Und ja, wir wollen eine Echse nehmen. Mal gucken, was der Gegner macht. Und ja. Wir nehmen dann unser Stargate. Nach dem Kern. Ich weiß noch nicht, ob wir vielleicht. Aber vielleicht mal den Stargate so schneller nehmen, also das heißt also den Warptech Upgrade erstmal später zu nehmen, damit wir halt das Stargate ein bisschen eher haben. Oder wir können ja auch mal Doppel-Orakel, also 6 Orakel spielen. Den Zack mal richtig schön auf die Kusche hauen. Haben alle schon bei Cyril abgeguckt. Nimm gleich die dritte. So, wir nehmen unsere Echse ganz gemütlich. Okay, dann doch nicht die dritte. Und wir nehmen. Ne, also nicht die dritte. Warum sollte er auch? Wäre ein bisschen zu früh und zu greedy. So, wir gucken nochmal rein schnell, ob er schon einen Pool fertig hat. Wenn ich einfach mal halt ein bisschen mit Cannon Rush Fakes. So, ich würde sagen, wir nehmen einfach das Stargate ein bisschen Ärger. Ihr benötigt mehr. Cool, ist schon fertig. Oh. Das könnte nicht ein Problem sein. Gleich sehen. Aber ist halt so. Dafür war schon der dritte. Ich bin hier in den Schatten. Wer was ist? So, und wir nehmen das noch dazu. Schon das Upgrade? Nee. Ich bin das. Wir wollen mal ein paar mehr. Könnte halt gleich mit Roaches kommen. Ich sehe die Operation erfolgreich. Forschung abgeschlossen. Da war das. So.
Glas und eine dritte. Wenn wir hier schon nichts haben müssen, aber es ist schon weiter wild. Wo verbirgt sich der Feind? Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Kein Luft der Wehr. Streit für die Galaxis. Für die Ehre. Verstanden. Ich füge mich. Es ist vorherig. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, warum sammeln die nicht? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Sha'azul, du Templari. Nicht genügend. So, gucken wir mal rein. Verstanden. Roaches aus. Ich durchstreife die Galaxis. Ja. Abarash. Teleportation erfolgreich. An die Himmel. Siradek Krayor. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Forschung abgeschlossen. Teleportation erfolgreich. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ich bin hier. Was zum Verteidigen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich füge mich. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Ich durchstreife die Galaxis. Quatsch. Mineral? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend. So, hier kommen ein paar Gates. Dass er sich gleich hier mit seinem Roaches überrennt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ist das schon eine dritte? Ne. Ah, der vierte meine ich. Fuck. Na, was ist denn mein Koloss? Mein Leben für Ajur! Eure Sonden werden angegriffen. Was packen der rum? Was ist das denn für ein Scheiß? Mein Leben für Ajur! Forschung abgeschlossen. Ula Shadari! Na, ich habe nicht so viel Mineralien und so wenig Gates, ey. Gebt uns ein Ehre, den Dalai Lama. So, morgen Sturm. Ajur. Also ich glaube, das ist ein bisschen verkackt, das Spiel, aber.
Ja, für eine neue Echse. Mineralienfeld erworben. Fuck. So, wir werden gleich angreifen müssen. Ihr müsst zusätzlich Mineralien dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Warum ist denn die Sonde eigentlich noch in meiner Gruppe? Ich vernahm euren Ruf. Wir sind das Licht der Kala. Mineralienfeld erschöpft. Zu dir angegriffen. Muten. Euer Denken gleicht dem. Ja, das passt aber eigentlich überhaupt nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich erklärt. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ihr müsst zusätzlich. Na, reicht nicht. Erleuchtet mich. Ihr müsst mein Leben für Ayur. Hat halt einen Haufen Zuckerbär. So. Ich sehne mich nach dem Kampf. Ich darf heute keine Echse mehr bekommen. Ihr benötigt mehr Respekt. Mein Leben für Kassad. Eure Sonden werden angegriffen. Wir stehen vereint. Mineral. Mein Leben für Basis wird angegriffen. Ich bin hier in den Schatten. Schaut die Himmel warten auf den Schlingel. Ich sehne mich nach dem Kampf für die Ehre. Ihr habt nicht genügend Mineral.
Ihr benötigt mehr Vespingas. Passare de Templari. Meine Aufgabe. Teleportation erfolgreich. Wir sind das Licht. Unsere Gedanken sind eins. Warpfels online. Ich bin die Stimme. Erleuchtet. Sie brechen durch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Basis wird angegriffen. Ach. Wir sind das Licht. Sie brechen durch. Ulak. Prismakern online. In eins. Ihr benötigt Upgrade. Mein Leben. Kassar, die Templari. Basis wird angegriffen. Erleuchtet. Gigi. Ha. Hä? Was hat er jetzt gesagt? Ich habe gar nicht gelesen, was er gesagt hat. Oh, das war mal ein komisches Spiel. Absolut komisches Spiel. So, eine Viertelstunde haben wir noch. Eins können wir noch eins spielen. Das war ja ein sehr seltsames Spiel. Warum hat er keine Linge mehr gebaut? Na gut, vielleicht weil ich ihn jetzt seine Bude eingerannt habe und der hat halt nur noch die Corruptor gehabt und die waren halt. Seltsam. Absolut seltsames Spiel. So, wir spielen gegen Terraner. Komplett anderes Gameplay. Nächste Woche kommt ja auch endlich mal der Patch raus. Muss ich mich wahrscheinlich ein bisschen umgewöhnen im Spiel. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir nehmen auf jeden Fall Gate, also Gate Exe spielen wir. Vorteil ist, also der Unterschied ist halt, wir machen halt nicht undicht hier. Also gar nicht dicht bei Terran gegen Terraner. Schon lange kein Terraner Cheese mehr. Also doch, Moment. Gestern oder vorgestern hatten wir Cheese, ne? Hat er das angekündigt. Aber ich meine, Proxy hatten wir schon lange nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Wenn man Doppelgas hat, hat er nicht. So, der baut uns auf jeden Fall unsere Echse. Wir stellen uns das mit ein. Echse. Und so. Wenn ihr die Kern. Und weiter so. Und dann stellen wir dann den Pylonen einfach hin. Nachdem wir noch das zweite Gas genommen haben. Konobus nochmal immer unsere Worker. Wir müssten jetzt eigentlich unten diesen Pylonen hinsetzen können. So, und jetzt müsste eigentlich der Reaper fertig sein. Ich weiß nicht, ob ich zu früh bin. Das passiert mir dann dauernd. Könnten wir eigentlich hier nochmal gucken, ob er eine Echse genommen hat. Da ist der Reaper. Das ist gut. Und auch nicht so gut. Hat nämlich unsere Sonde erwischt. Ich bin hier in die Wir sind eins in den Schatten. So, machen wir uns da geht. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Vielleicht doch mal nicht. Es gaudet einfach nur. Wie ihr befehlt. Ich bin die Stadt.
Gate spawnen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was ist ich? Ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin es. Das ist halt natürlich das Problem, ist halt jetzt, ist unser Stargate etwas zu spät. Ob es nicht weiter wird. Wir können Chrono boosten. Chrono boosten nochmal die Worker, nehmen ein bisschen Gas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Sollten jetzt etwas safe sein. Nehmen die Robo. Gate fertig. Kingsy, ja. Bonn, das ist Void Ray. Ich habe eine Sonne zu viel da oben. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich habe gebaut. Lasst uns die Stränge. Wir müssen mal gucken, was er hat. Nichts. Prismakern online. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Sterne stehen. Auf jeden Fall Fliege. Unsere Schicksale sind vereint. Der Weg ist klar. Ich verstehe. Es ist vorherbestimmt. Vulkanenschotter. Außer dem Bunker. Das gefällt mir halt ein bisschen nicht. Hier in den Schatten. Ein Omen? Extra. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Da kommt's. Ihr seid auf Peradak, guck. Energie bei 100 bündelt das Licht ein. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Ach, haben wir das nicht gebaut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mehr Voids. Nicht genügend Mineralien. Dritte hat er noch nicht. Wir deuten. Unsere Schicksale sind vereint. Auch Marines. Nicht genügend Energie. Shit. Ihr sucht Führung. Peradak. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. So. Mineralien fällt erst. Zu viel, auch einer zu viel. Gehen wir auf Upgrades und dann auf Kochen. Ihr habt nicht genügend Mineralien fällt erschöpft. Ihr habt nicht genügend. Ich bin hier. Es mag das. Okay. Ich bin hier in den Schatten. Ein Tor. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
dritte. Jetzt kommt er. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kommt oben rum. Ist schön zu wissen. Nicht genügend Energie. Die Gates sind halt alle noch nicht fertig. Und ich kill mal das bisschen. Das war teuer. Na, was machen die denn? Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für erneut dienen. Hier ist irgendwas auf jeden Fall. Da war er. Storm nehmen wir mit und dann. Licht. Ihr habt Licht. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt. Herr. Versagt die Templer. Erklärt. Erneut. Mineralienfeld erschöpft. Von ein paar Gates, oder? Mhm. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Forschung. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassar, die Templar. Mineralienfeld erschöpft. So, wir machen jetzt auf jeden Fall ein Go. Sind ja jetzt auf 200. Erleuchtet mich. Und gehen um. Leben für Ajur. Wir stellen uns der Dunkelheit. Hat auf jeden Fall unten die genommen. Forschung abgeschlossen. Hat halt nichts zu Hause. Man weiß nicht, dass wir kommen. Tassada. Euer Denken. Der Kampfesprung wird unser sein. Upgrade durchgeführt. Na? Geh mal in die Main Base. Ich bin bestimmt hier. Mein Leben für Ajur. Bin ich gerade Haufen Gates gebaut? Ja. Peradak Koral. Beginne Vernichtung. Systemleistung.
Herodak bündelt das Licht. Mineralienfeld erschöpft. Ja, da sind wir auf jeden Fall durch. Mein Leben für Ajur. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. So, wir nehmen mal eine Echse. GG. Kein GG. Schade. So, heute zwei wieder gewonnen. Wir sind Punkt 12 fertig. Perfekt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Aber ich nehme jetzt nicht gleich die nächste Folge auf, weil ihr blöd. Nein, ich schlafe natürlich noch eine Runde. Und ja, wir sind kurz vor dir eins. Mal wieder. Wie beim letzten Mal. Aber egal. Wir sind wieder schön positiv mittlerweile. 6 Spiele vorrang. Also, es läuft, sag ich mal. Aber würde ich sagen, sehen wir uns morgen und ja, bis dahin, tschüss, tschüss, euer Muttibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Muttibär. Tschüss, tschüss.